Hallo aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Weil ich jetzt hier wohne für ein halbes Jahr, ist es für mich natürlich unmöglich, die zweite noch ausstehende Folge von dem Kochduell mit meinem Kumpel Tom zu drehen. Das wird sich dann wahrscheinlich auf Anfang 2015 verschieben. Bis dahin wohne ich nämlich hier. Aber dafür gibt es jetzt eine Sightseeing-Tour quer durch Berlin. 20 Sehenswürdigkeiten an einem Tag und auf geht's. 12 Uhr haben wir es, mal gucken, wann wir fertig sind. Sightseeing Nummer 1, wir befinden uns hier an dem Alexanderplatz. Das hinter mir, das ist der Neptunbrunnen, also das kleine, wo Wasser dran spritzt. Das große, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Sightseeing Stop Nummer 2, hinter mir befindet sich mal wieder einer von tausenden Brunnen hier in Berlin. Dahinter das alte Museum und dahinter wiederum befindet sich die Museumsinsel, die man von hier nicht sieht. Sightseeing an dieser Stelle ist da. Der Berliner Dom. Ich befinde mich hier gerade im Lustgarten, aber so Lust zu bleiben habe ich nicht wirklich. Es fängt gerade so ein bisschen an zu stippeln. Wir haben es 12.30 Uhr. Auf zum nächsten. Dritte Station, dritter Brunnen. Aber eigentliche Station ist diese hier, das Brandenburger Tor, da muss wieder einmal gewesen sein. Wir haben jetzt 12.44 Uhr und jetzt geht's zur nächsten Station weiter. Okay. 16.10 Uhr, Sehenswürdigkeit Nummer 5. Ich stehe gerade auf der Fernmeile und hinter mir die Siegessäule. Nebenbei bemerkt, die erste Sehenswürdigkeit ohne Brunnen davor. Unglaublich, oder? Selfie Time! Es ist 10 Minuten später und befinden uns hier am Schloss Bellevue. Hier wohnt der Papi von Deutschland, hier wohnt Joachim und schreibt seine Dokumente. Da hinten, wo die weiße Spitze ist, da sieht man schon, wo ich jetzt hin möchte. Es hat mal wieder angefangen zu regnen, aber ich bin jetzt an der nächsten Sehenswürdigkeit angekommen. Hier ist das Haus der Weltkulturen. Nee, Haus der Kulturen der Welt, so heißt es richtig. Tolle Architektur, hier wird der Berliner nochmal daran erinnert, dass außerhalb der Stadtmauern von Berlin auch noch andere Menschen leben. Es ist, keine Ahnung, muss ich gerade nachgucken. Uhr 13:30 auf zum Bundeskanzleramt. Station Nummer 7 um 14:45. Wir befinden uns hier im Regierungsviertel, hier wo alles nur Regierungsgebäude sind und die Schweizer Botschaft. Hinter mir ist das Bundeskanzleramt. Hier sitzt gerade unsere Kanzlerin, spielt ein bisschen Flappy Bird auf dem Handy. Wir gehen mal zum nächsten Gebäude innerhalb des Regierungsbezirks. Das heiß geworden. Aber mit Regen ist jetzt hier gar nichts mehr. Ich mache mich jetzt ein bisschen frei. Jetzt sieht man das Kabel. Na gut. Ah, hinter mir, dem deutschen Volke. Ist das ein Grammatikfehler? Nein, es ist einfach nur rettet dem Dativ. Man will hier nochmal dem Dativ einen Ehrenplatz am Reichstag geben. Das ist nämlich unsere Station Nummer 8. Der Reichstag, da ist eine Menge hochintelligenter Leute sitzen da drin und entscheiden über unser Land. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich bleib noch ein bisschen hier. Wir haben es kurz nach 2 und wir befinden uns hier an dem wohl ernsten Punkt unserer Reise. Hier ist das Holocaust-Gedenkmahnmal in direkter Nähe zum Brandenburger Tor. Also beste Wohngegend eigentlich. Hier gibt es überall so welche Betonklötze und zwar 2711 Stück. Das Ganze auf einer Fläche von etwa 19.000 Quadratmetern. Weiter zum Potsdamer Platz. Wir
hier am Potsdamer Platz. Wir haben es 20 nach 2. Was gibt es hier denn Schönes zu sehen? Vielleicht da hinten das Hohlgebäude der Bahn oder dahinter das Sony Center. Lass mal weitergehen. Sightseeing Nummer 11, wir haben es jetzt 3 Uhr und hinter mir befindet sich das KDW, das Kaufhaus des Wissens. Wer hier einkauft, der hat im Leben was erreicht, denn wenn man nochmal reingeht, ganz schön edel das Ding und dieses Brandenburger Tor aus Marzipan habe ich zum Beispiel drin gesehen. Auch Hingucker ist auf der Dach, da ist ein schönes Restaurant mit Buffet unter der Glaskuppel mit Blick über Berlin. Ist das nicht schön? Fehlt noch so ein bisschen Kultur in unserer Runde, ne? Das machen wir jetzt als nächstes. Die Kulturstation. Viertel nach 3, meine Freunde. Ich bin gerade den Kurfürstendamm runtergejoggt. Um jetzt hier bei unserem Kulturstop anzugelangen. Kultur, was ist Kultur? Natürlich Museen, ne? Und ich habe jetzt hier das eigentlich bedeutendste Museum in Berlin gefunden. Das Beate Uhse Erotikmuseum. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es ja ein interaktives Museum, dann könnte man ja mal reinschauen. Auf jeden Fall jetzt erstmal ab zur nächsten Sightseeing-Stelle. Da, wo so viele Parkplätze sind wie hier, da muss was los sein. Und Tatsache, wir befinden uns hier beim Olympiastadion. Da sieht man die 5 Ringer. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wie spät wir es haben. Das weiß ich nämlich aus dem Kopf. Ach, wir haben es jetzt 4 Uhr, kurz vor 4. Nach dem Schloss Bellevue jetzt das zweite Schloss, das Schloss Charlottenburg, was einst erbaut wurde durch Sophie Charlotte von Hannover. Wir haben es jetzt 16:30, wenn ich mich nicht irre. Hier also ein bisschen DDR-Geschichte. Wir befinden uns hier gerade am Checkpoint Charlie. Wir haben es 16:45. Und das hier war halt die Grenze zwischen amerikanischem Sektor und dem russischen Sektor. Fühlt sich gut an, hier zu stehen. Nach 5 haben wir es und wenn irgendwo auf der Welt ein Currywurstmuseum stehen sollte, dann doch bitte hier in Berlin. Und hinter mir ist es, ich habe keine Ahnung, wie viel Sehenswürdigkeit das jetzt ist. Ich kann es ja gleich mal nachgucken, aber naja. Erzähl deine Geschichte. Wer mich jetzt schon so nett auffordert, ja, dann mache ich doch hier kurz einen Stopp. Olympiastadion haben wir schon gesehen, hier haben wir die O2 World, das zweite Stadion. Wir haben es jetzt gleich 6 Uhr, das heißt, der Tag ist noch lang. Und für die nächste Sehenswürdigkeit muss ich eigentlich nur die Straße wechseln. Einfach mal die Straßenseite wechseln, ist ja schön und gut. Ne? Ich bin echt etwa 10 Minuten unterwegs gewesen bis hierhin. Naja, und jetzt habe ich genau das Bild gefunden, was ich wollte. Die East Side Gallery geht natürlich die ganze Spree hier entlang. Aber dieses mit dem Trabi durch die Wand, das wollte ich doch einmal zeigen. Ist physikalisch übrigens gar nicht möglich. Also der Trabant wäre pulverisiert worden, wäre das wirklich passiert worden. Oh, ein seltener Renault. Wir sind um 18.15 Uhr an unserem 19. Stop angekommen. Ich stehe hier gerade an der Spree und da hinter mir im Hintergrund sieht man die Molecule Man.
Die sind symbolisch dafür, dass hier die drei Bezirke Friedrichshain, Kreuzberg und Treptow aufeinandertreffen. Und sonst an dieser Stelle ist auch schön zu sehen, die Oberhaumbrücke da hinten. Das Badeschiff sieht man von hier leider sehr schlecht, ist aber auch eine Sehenswürdigkeit wert. Und natürlich qualitativ hochwertiger Journalismus. Bei der Akte 2014, da vorne sind die, ist die Redaktion. Eine Etage drüber übrigens die Redaktion von Florida, die alles rund um Joko und Klaas machen. Zum Beispiel auch Zirkus Halligalli. Die 20. Sehenswürdigkeit und letzte auf unserer Tour befindet sich hier. Und es ist schade, dass es eine Sehenswürdigkeit ist. Es ist ein Jammer. Der Flughafen BER. Ich wäre gerne noch näher rangekommen und hätte ein paar Detailaufnahmen gemacht. Aber es ist als Fußgänger oder Person mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr schwierig, dahin zu kommen. Und wenn ich dahin jetzt laufen sollte, das würde mich bestimmt eine Stunde kosten. Wir haben es jetzt gleich 7:30. Und das reicht ja jetzt für so eine Sightseeing-Tour. Ich kann es auch keinem empfehlen, das zu machen, was ich heute getan habe. Das ist ganz schön anstrengend, ehrlich. Meine Endcut habe ich jetzt hier in Berlin nicht zur Verfügung. Deshalb weise ich so darauf hin, den Kanal bitte zu abonnieren und andere Videos noch von mir anzugucken. Es folgen auch noch welche. Dann würde ich jetzt sagen, auf Wiedersehen, schönen Dank fürs Zugucken und lasst einen Daumen hoch da.